Jo, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graces F. Ja, in der letzten Folge haben wir die Fendel-Armee dazu gebracht, uns auf Nlarnbüel zu verfolgen, mit ihren Roboter, Mecker, Spinnen, Dingenskirchen. Ja, und als wir kurz davor waren, ausgelöscht zu werden, Dingenskirchen, ich hab's schon wieder hier voll drauf, ist Sophie aufgetaucht und hat uns gerettet. Und Espel wollte ihr was zeigen, weil sie anscheinend auch ihre Erinnerung verloren hat, und was er ihr zeigt, das sehen wir jetzt. Seven years ago, me, Sophie, and Richard all came to this very spot and swore a pact of friendship. Look here at this tree trunk. Well, do you remember anything? I don't know. But just looking at this tree makes me feel somehow strange. It's like looking at something that's very precious to me. So, what does it mean? You can't be the real Sophie. I mean, it doesn't make any sense. Even still, I can hardly imagine you as anyone else. I mean, you look just like her. Wow. So what happens now? Do you want to come back to town with us? That would be best. It's really dangerous here. Okay, then let's hurry back. I'm starting to get worried about the others. Yes, let's go. A Sopharia seed? Sophie is watching over us after all. Ja, eine Sopheria-Samen. Und Alter Ego. Und hier ist nichts. Da sollten wir vielleicht mal runtergehen. Weil da sind vielleicht neue Schätze. Und sie ist stärker als wir. Was? Und sie hat aus irgendwelchen Gründen genau die gleichen Titel wie Sophie. Ja, hier waren alle auf Level 5. Ich war vor dem Boss noch hochgelevelt. Was nehmen wir für sie? Oh, minimal. Gut. Ach nee, Sekunde. Wollte ich auch minimal SK. Und was haben wir hier? Standhaftigkeit beim Schwertziehen. Ich weiß nicht mehr genau, was Standhaftigkeit ist. Also wenn er hat Schwert gezogen, dann ist klar, aber weiß nicht. Machen wir erstmal das hier. Dann gucken wir mal hier unten. Da habe ich doch neue Schätze. Ein Giftbann. Super. Kann ich immer noch runterfallen. Zack. Ich kann komischerweise genauso gut kämpfen wie Sophie. Titel. Zufall. Das weiß man noch nicht. Und eine Seelenkugel. Ja, die bekommt man, wenn man einige Gegner ein paar Mal auseinander nimmt. Man kommt Titel, wenn man einen Gegner, zwei Gegner auf einmal erledigt. Brauche ich doch. Muss man nur drei oder vier Mal machen, glaube ich. Habe ich aber nicht, Mann. Wer alle so auseinander auftaucht. Und Level up.
Und nein, ich ignoriere keinen einzigen Gegner, weil die Kämpfe hier sind schnell erledigt. Besonders jetzt noch. Verdammt. Noch nicht. Grabklinge. Ja. Und kritischer Schlägertitel. Brauche ich noch nicht. Ich weiß mal hier. Den einen Titel. Nein, nicht nochmal gegen dich kämpfen. Verdammt. Ich möchte meinen Gegner auf einmal erledigen. Vielleicht geht er später mit besseren Techniken. Meine hübsche Fußkette. Und dann können wir nicht nehmen. Mit 11 Trank C, damit können wir 11 aufladen. Falls wir sowas nicht schon mal hatten. So, und ich guck mal Ausrüstung. Tunika, sie bekommt Tunikas, das ist genau. Lass mal das mal. So, dann gehen wir zurück nach Land, würde ich sagen. Und ich bevor wir euch damit hier. Wir haben beinahe. Und Bank FP. Was hast du für einen Titel ausgerüstet, Sophie? Also ja. Mein Kurzzeitgedächtnis, ihr werdet sehr oft sehen, wie ich im Menü rumdaddel. Weil ich die ganze Zeit immer die Titel überprüfen will. Das könnte etwas nervig werden. Gebe ich zu. Es ist nervig, kann nervig, muss aber nicht. Aber die Kämpfe gehen dann auch schnell. Sophies Opfer. So, where did you come from? I don't believe it. We know a girl who looks just like you. Hm? I don't understand what you're talking about. Who are you? And figures. No, I think this really is. Sophie died 7 years ago. Face reality. Stop seeing things how you wish they were. What the Teufel? So what happened? How did this girl die? Well, was sollte das denn jetzt? She died protecting us. She sacrificed herself because we were important to her. Because we were friends. Also Cherrys Charakter macht manchmal nicht Sinn. Erst war der erste, der ihr gesagt hat, nein, du kannst nicht sein. Und Cherry war schon da, meinte Sophie. Kaum sagt Espel einmal hier. Hm, vielleicht ist sie ja wirklich so viel. Stell dich der Realität, Mann. Okay, ich bin wütend. Auf dich und niemand anderen. Macht irgendwie keinen Sinn. Aber naja. Müssen wir uns damit abfinden, dass Cherry jetzt so drauf ist. Im Gegensatz zu früher. Nächster. Huhn neu, cool. Frau Weitläufer angegriffen. Man steht doch mal ein bisschen mehr nebeneinander. Verdammt! Überschreitung Scherben, ja. Also mit Scherben auf sich hat, das werde ich ein andermal erklären. Falls ich das nicht schon gemacht habe, kann ja sein. Schon so lange her, dass ich was von diesem Projekt hochgeladen habe. Deswegen weiß ich nicht, was ich schon gesagt habe und was nicht und wer ich bin und was wir überhaupt machen, was für ein Spieler ist und so weiter und so fort. So, komm her! Aua. Warum soll ich? Aua, Mann. Ich bin auch ein bisschen doof, ne? Und Abfänger. Und Abfänger. Verdammt. Nicht. Demon Fang. Verdammt. Und gut. Eisdrachentanz. Cool. Können wir, glaube ich, aber noch nicht einsetzen. Weil wir TP-mäßig nicht. TP? Was? Was sind TP? Ich meine SK. Oh geil. Ist den Schrei.
aber es kam mäßig nichts. Ja, nicht einsetzen können, sag ich mal. Da bräuchte ich ungefähr 9 oder so. Ja, aber ich habe die Technik schon mal und das stimmt mich froh. Schön. Kritischen Schlägerartikel. Okay. Kehre zurück nach Laden. Das hatte ich vor. Aber was machen wir da? Ach ja, stimmt. Ja, ich hatte jetzt schon einige andere Story-Ereignisse im Kopf, aber das kommt noch alles später. Did everyone make it to safety? Yes, we're all alive thanks to you. However, many people were wounded. Daddy, my daddy is hurt. Ach, keine Sorge, ich bin mir sicher, er stirbt bald. Dann sind seine Verletzungen schon wieder weg. Oder so. Where are the injured? In the town square. I'm going to go see if I can help. Sharia has been a comfort to us all. She can heal people with a touch. It's almost like she's Lawn's guardian angel. Den Eindruck macht sie auf mich irgendwie nicht. They've pulled back, but they're still within Lawn's borders. They've constructed an encampment just in front of the border fortress. Unless we destroy that encampment, we'll never be able to drive them out. Do we have any intelligence on it? Yes, I submitted a full report to Lord... to your father. Good. I'll check it out when I return home. One more thing. Frederick and Lady Carrie are waiting for you at the manor. I understand. I'll go to them right away. Aber nicht bevor ich erstmal shoppen war. Prioritäten. Seven years. This is quite the homecoming. Aspel? Never mind. It's nothing. Let's go home. Ja, okay. Also wenn ich zwischendurch mal speichern will und eine Aufnahmepause mache, geht natürlich nicht. Gebe ich zum Anwesen, dann gehe ich mal direkt zum Anwesen. Da ist ein Speicherpunkt in der Nähe. Aspel. Hi Mom. I'm home. Oh, I missed you so much. I'm so glad you're back. After what happened to your father, I've been so very worried. I'm sorry I wasn't here. And I'm glad you're all right, Frederick. I owe you a debt I can never repay, Lord Aspel. Did I miss the funeral? Yes, I'm sorry. We simply couldn't wait for your return. Your father fought bravely and died defending his home. I pray that is of some comfort to you. I understand. Thank you for being there during his final hour. You are too kind. Aspel, please. Please don't leave us again. You must stay and rule in your father's place. We have nowhere else to turn. That's why you've come back, right? I came back to see if you needed anything and assess Lawn's current condition. Aspel, you can't mean to return to Barona. Not after all that's happened. I know what you're trying to say, but I need some time. I need time to think. We left your room just as it was. Please feel free to use it as you like. Die Kurzfassung, wir waren zu faul aufzuräumen. Thank you, Frederick. Sophie, I'm going to check out my old room. Wanna come? Aspel. I'm sorry, Mom.
So, passt doch perfekt. Diverse Blumen. Cool. Dann kann ich ja hier speichern und Aufnahmepause machen. Kein Skit, okay. Dann würde ich sagen, ich verabschiede mich für diesen Part und wir sehen uns im nächsten Part von Let's Play Tales of Graces F. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.